Ja, Klaus, noch im Schatten und schon bald in der Sonne. He? Ja, wie also, es dann bei Zoll so geht, gell? Ja, gell? Und auch geschichtlich natürlich eine unglaubliche Saison gewesen, gell? Sommer 43% mehr, Winter 11% mehr, 355.000 Ersteintritt, 2,5 Millionen Frequenz. Also, Freude herrscht, ist das dein 13. Jahr, wo du hier tätig bist? Nein, also das letzte Geschäftsjahr war wirklich außergewöhnlich gut gewesen. Und wir hoffen natürlich, dass wir es wieder so machen können. Auch der Sommer 2019 war wieder sehr gut gewesen. Im Vergleich zum Jahrhundertsommer 2018 natürlich nicht ganz so, aber doch sehr, sehr gut. Und jetzt können wir in den Winter starten und das passt gut. Und wenn du mich fragst, wie lange ich schon am Pizol bin, bin ich jetzt im 10. Jahr und 10 Jahre dann da. Ja. Unglaublich, gell? Und natürlich immer investiert, das hat sich auch gezeigt, das ist ein riesiger Boom auf den Wintersport. Das haben wir gerade heute Morgen wieder können hören in den Nachrichten. 400 Millionen wird investiert, vor allem auch in die Infrastruktur. Und Pizol ist immer dran geblieben, man hat immer investiert. Ja, halt, so wie wir können haben, oder? Ich meine, dass es nicht immer einfach ist, das wissen wir da am Pizol. Aber wir sind natürlich immer dran geblieben, bis Neige ausbauen, wir haben in die Anlage investiert und natürlich auch in Sicherheit. Und das muss man auch und da sind wir immer dran am Pizol. Und der Schreckengeisser weg. Also gerade wenn man das Klima anspricht und so weiter, ich denke manchmal, wenn man da am Pizol geht, also das sind kurze Fahrten, oder? Und natürlich viel, viel einfacher, als wenn man auf einer Seeland geht, Ski fahren und ein paar Kollegen haben. Also ist eigentlich auch bezüglich Klima eigentlich ein Sport, den man gut vertreten kann, oder? Ja, jetzt schau erst einmal da auf die Piste, da, wie es da zugeht, oder? Das ist einfach herrlich. Und wenn du aufs Klima ansprichst, wenn man die zukünftigen Prognosen und Varianten, die es da gibt, sich anschaut, dann sieht man schon, dass wir am Pizol prädestiniert sind, die nächsten Jahrzehnte noch als Skigebiet zu fungieren, weil wir nordseitig ausgerichtet sind. Wir gehen auf 2250 Meter rauf und auch die Frostdecke, die es zukünftig gibt, werden ausreichend sein, um Beschneig laufen zu lassen. Wir werden ausreichend Naturschnee auch kriegen. Die Frage ist immer, wann kommt der Naturschnee? Und deshalb braucht es auch Beschneig, weshalb wir uns in ein neues Beschneigungsprojekt reingegangen sind. Aber die Piste, um es so schnell zu zeichnen, ist natürlich gigantisch, gell? Also 8. Dezember, da kann man sagen, perfekt, ja. Gell? Ja, einfach herrlich. Schau mal, wir haben gestern schon aufgemacht. Am 7. Dezember 2019 und haben viele begeisterte Gäste gehabt, weil die Piste wirklich herrlich, herrlich präpariert ist. Und ja, jetzt kann man echt den ersten Schnee in der Saison genießen am Pizol. Aber natürlich immer eine Investitionsfrage. Also 13 Millionen haben wir wieder vor, 6 Millionen gab das Jahr. Es braucht Beschneiung, einfach der Schreckengeisse weg, oder? Ja, natürlich. Schlussendlich, wenn wir in den nächsten 10 Jahren die 13 Millionen in Beschneiung investieren, Der grösste Punkt kommt als erstes, das ist ein Beschneiungssee, wir brauchen das Wasser am Berg und dazu suchen wir jetzt einmal 6 Millionen Franken Aktienkapital, um den ersten Abschnitt, die erste Etappe von dem Beschneiungsprojekt zu machen. Wir können jetzt zu dem ersten Abschnitt, wo man eben noch fahren kann, also Altgaffia, aber eben bis in Furt, da kann man jetzt schon fahren. Was mir immer auffällt, hat sich da irgendwie etwas geändert. Der Schnee von dieser Beschneiung, der ist sehr, sehr gut. Früher hatte ich immer das Gefühl, es sei dann noch ein bisschen härter, eisiger, aber das ist glaube ich nicht mehr gar so, gell? Ja, die Beschneiungstechnik ändert sich und da wird all dran geschafft. Und man kann jetzt eigentlich sagen, der mechanisch gemachte Schnee funktioniert auch recht gut und ist natürlich aber schon stabiler als der Naturschnee. Du bist richtig angefressen, gell? Also du bist eigentlich Tag und Nacht am Sonntag alle mit Familie und so weiter. Genau. Aber da muss man sein, gell? So ist es. Ich meine, mein Leben ist der Berg und das sieht man auch. Und mir gefällt das da am Pizol mit der Witzsicht, die wir da haben, ist einfach genial. Ja, dann denke ich mir, dann steigen wir jetzt mal aus. Ich natürlich eben ohne Ski, gell? Ich probiere dir mal hinten anzuhaufen und du den Winterski und abgehst, ja?